In der Formel 1 ist der Kampf um den Weltmeistertitel immer hart umkämpft. Einige der größten Talente des Sports haben sich schon früh in ihrer Karriere als Weltmeisterschaftskandidaten etabliert. Heute lerne ich mal auf 5 Fahrer, die das Potenzial definitiv dazu haben, eines Tages Weltmeister zu werden. Und ich würde sagen, lass uns loslegen. Wir beginnen mit Charles Leclerc. Der Monegasse fährt seit 2019 für Ferrari und hat bereits in seinem ersten Jahr im Team für Aufsehen gesorgt. Mit beeindruckenden Siegen in Belgien und Italien und wirklich zahlreichen Podestplatzierungen hat er schnell gezeigt, dass er das Zeug dazu hat, zu den Besten der Besten zu gehören. Leclercs Stärke liegt nicht nur in seinem Talent, sondern auch in seiner mentalen Stärke und Entschlossenheit. Trotz einiger Rückschläge, sei es durch strategische Fehler oder auch durch eigene Fehler oder auch durch technische Fehler, eigentlich fast allen Fehlern hat er schon durchlebt, bleibt er trotzdem fokussiert und verbessert sich stetig. Wenn Ferrari ihm ein konkurrenzfähiges Auto bereitstellt, dann kann Leclerc schon bald seinen ersten Titel holen. Der nächste Fahrer in diesem Video ist Lando Norris. Der britische Youngster hat seit seinem Formel 1 Debüt im Jahr 2019 bewiesen, dass er zu den aufregendsten Talenten im Fahrerlager gehört. Seine Zeit bei McLaren hat ihm nicht nur Erfahrung gebracht, sondern auch die Möglichkeit, sich kontinuierlich zu verbessern. Besonders in den letzten Jahren hat Norris eindrucksvoll gezeigt, dass er nicht nur extrem schnell ist, sondern auch wirklich konstant. 2023 war Norris der klare Führungsfahrer bei McLaren und hat mehrfach bewiesen, dass er in der Lage ist, Podiumsplätze zu erfahren und halt auch regelmäßig darum zu kämpfen. Sobald McLaren wieder ein Auto hat, das nun um Siege mitkämpfen kann, was ja aktuell der Fall ist, dann ist Lando Norris definitiv ein Kandidat für den Weltmeistertitel und ich bin mir ziemlich sicher, es ist nur eine Frage der Zeit, bis Lando Norris wirklich irgendwann mal Weltmeister ist. Norris kombiniert Geschwindigkeit mit einem feinen taktischen Gespür und einer charismatischen Persönlichkeit. Wirklich perfekte Voraussetzungen für einen zukünftigen Weltmeister. George Russell ist ein weiteres Talent, das in naher Zukunft ganz oben in der Formel 1 stehen könnte. Der Brite, der seit 2022 für das Mercedes-Team fährt, hat bereits mit seinem herausragenden Talent im Williams-Team aufmerksam für sich gemacht. Sein erster Sieg in der Formel 1 ließ nicht lange auf sich warten, als er 2022 in Brasilien triumphierte. Russell ist bekannt für seine Intelligenz hinter dem Steuer. Seine hervorragende Fahrzeugbeherrschung und seine Fähigkeit, sich schnell auf verschiedenen Bedingungen anzupassen, ist wirklich sensationell. In seinem ersten Jahr bei Mercedes konnte er sogar den 7-fachen Weltmeister Lewis Hamilton im direkten Duell schlagen. Wenn Mercedes wieder auf absolutem Spitzenniveau ist, dann ist George Russell definitiv ein Kandidat für den Weltmeistertitel. Mercedes ist gar nicht so schlecht aktuell dabei, aber es fehlt noch ein bisschen zu Red Bull und natürlich auch zu McLaren. Aber Mercedes und vor allem auch George Russell sollte man niemals abschreiben. Russell hat bereits gezeigt, dass er auch unter Druck abliefern kann. Ein zukünftiger Weltmeistertitel ist halt dann auch nur eine Frage der Zeit. Oscar Piastri, das australische Ausnahmetalent, hat bereits in den Nachwuchsklassen alles gewonnen, was es wirklich zu gewinnen gibt. Die Formel 3, die Formel 2, fehlt ja jetzt nur noch die Formel 1. 2023 gab Oscar Piastri sein Debüt beim McLaren-Team und er zeigte sofort, dass er nicht nur irgendwie mitfährt, sondern dass er halt auch mithalten kann. Gerade gegen den erfahrenen Lando Norris konnte er das ein oder andere Duell gewinnen. Natürlich 2023 hat er das Duell gegen Lando Norris verloren, aber man sieht es auch jetzt in dieser Saison 2024, dass Oscar Piastri näher rankommt an Lando Norris. Piastri ist für seine Rennintelligenz und seine Konstanz bekannt, aber auch das Maximum aus seinem Auto herauszuholen.
Seine Lernkurve in der Formel 1 ist wirklich beeindruckend steil und ist nur eine Frage der Zeit, bis er wirklich regelmäßig um Siege mitkämpft. Mit der richtigen Entwicklung und einem konkurrenzfähigen Auto ist Piastri auf jeden Fall in der Lage, in jedem Rennen um Siege mitzufahren. Eigentlich sieht man das tatsächlich auch jetzt schon, denn Oscar Piastri gilt eigentlich in jedem Rennen seit diesem Jahr fast schon als irgendwie einem Podiumkandidaten, gerade wenn McLaren sogar das stärkste Auto hat. Und zum Schluss möchte ich noch über ein ganz besonderes Talent sprechen, und zwar Kimi Antonelli. Der junge Italiener gilt als der spannendsten Nachwuchsfahrer der letzten Jahre und hat bereits in den unteren Formelklassen wirklich für Furore gesorgt. Antonelli, der Teil des Mercedes Junior Programms ist und 2025 dann auch für das Mercedes AMG Team fahren wird, hat mehrfach bewiesen, dass er nicht nur schnell, sondern auch extrem clever hinter dem Lenkrad ist. In der Formel 3 und anderen Nachwuchsserien hat er sich als zukünftiger Formel 1-Star etabliert und viele Experten sind sich sicher, dass er eines Tages Weltmeister wird. Und es sieht gar nicht mal so schlecht aus, aber er ist ja noch nicht mal ein Rennen gefahren, also ist das natürlich auch nicht unbedingt gleich zu sagen. Antonellis Fähigkeit, unter Druck abzuliefern und sein unglaublicher Speed haben ihn schon in jungen Jahren den Respekt vieler Rennsport-Insider eingebracht. Mit der Unterstützung von Mercedes im Rücken und seiner konstanten Entwicklung ist es sehr wahrscheinlich, dass Antonelli in ein paar Jahren in der Formel 1 dann halt auch zu den absolut besten Fahrern gehören wird. Wie gesagt, im nächsten Jahr wird er dann an der Seite von George Russell in Mercedes fahren. Kimi Antonelli ist ein Name, den wir uns auf jeden Fall merken sollten, und ich bin mir ziemlich sicher, dass er wirklich steil durchstarten wird bei Mercedes. Es ist halt so die Frage, wie wird das alles laufen? Wie stark wird Mercedes sein und wird seine Entwicklung denn genauso weitergehen? Wie gesagt, George Russell ist ja auch im Team. Ist halt so die Frage, wie es dann zwischen den beiden laufen wird. Aber Kimi Antonelli für mich definitiv ein zukünftiger Weltmeister.